Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen hier zu diesem Pausentalk. Ich nehme gerade im Moment die erste Frage an Mike Jörg. Mike Jörg, du bist ein Mettler, ein ehemaliger. Was ist dein Kommentar zum Auftritt vom UAC Grüne Matt hier heute Abend? Ja, es ist natürlich schwierig zu sagen. Ich habe das schon im Kommentieren gesagt. Sie kommen eigentlich hierher und haben nichts zu verlieren am heutigen Abend. Sie können nur gewinnen. Und das haben wir am Anfang gut gemerkt, sie haben probiert. Aber sie haben jetzt eigentlich durch eigenen Fehler, durch Raskönitz nicht die Goal gemacht, gemerkt, dass es nicht geht. Und jetzt wird interessant, wie sie sich jetzt werden verhalten ab dem zweiten, dritten, weil wenn sie auftun, dann wissen sie genau, dass sie jetzt die Goal macht. Matthias Grob, was ist deine Meinung zu dem ersten Drittel? Ja, ich finde, wenn ich ehrlich bin, noch ein bisschen magere Kost im Moment. Also irgendwie können ich zwei und tut ein bisschen, aber so mit 90% grüne Matte hat man ein bisschen den Eindruck, kann gar nicht so viel mehr im Moment. Und ja, das finde ich, ist jetzt nicht gerade ein prickelndes Spiel im ersten Drittel. Du hast gesagt, mit angezogener Handbremse, das spielt echt da wirklich eine Rolle, dass man an das Spiel am Sonntag denkt? Ich denke es nicht, im Spiel selber denke ich, nimmst Einsatz für Einsatz und gehst aufs Feld und willst es gut machen und so. Es kann viele Gründe haben, manchmal ist so ein Match halt doch ein schwierig reinzukommen und ich glaube nicht, dass es wegen dem Sonntag ist, aber ja, ich meine, man spielt auch nicht von 18 Matchen, 18 Matchen brillant über die volle Distanz. Matthias hat gefunden, man spielt ein bisschen mit angezogener Handbremse, findet aber, es ist nicht wegen dem Sonntag. Wegen was könnte es denn sonst sein, Mike? Es ist eben ein Spiel, das sehr, sehr schwierig ist. Auch für Floorball kann ich zu führen, René Berlia. Weil man eigentlich klar der Favorit ist. Und mir ist jetzt das Jahr wirklich in der Ausgangslage mit Könitz, wo man halt in den letzten Jahren auch nicht immer war, dass man immer der Favorit ist. Also jetzt eben auch wenn man auf einen Sonntag schaut, auch dort ist man wieder in einer leichten Favoritenrolle momentan. Und das ist auch nicht einfach, wenn man auch gegen ein Team spielt, das doch die hinteren Tabellenhälfte, die um einen Playoff-Platz kämpft. Und ich weiss, man kann sich nur selber schlagen heute Abend. Ja, wir sind jetzt ein bisschen Step by Step. Wir haben am Anfang des Spiels einen Tipp für das ganze Spiel gemacht. Jetzt steht es nach dem ersten Drittel 3-0. Jetzt wollen wir einen Tipp haben von dir, Mike. Wie steht es nach... Ich habe das Gefühl, nach dem zweiten Drittel steht es etwa 7-1. Bei dir die gleiche Frage, wie steht es nach dem zweiten Drittel? Ja, jetzt ist mir zuvor gekommen, also sagen wir 6 noch. Das wäre ja genau so, wie es im ersten Drittel auch war. 3-0 im ersten, 3-0 im zweiten, gibt es 6 noch. Wir bleiben gespannt, es geht noch gut anderthalb Minuten, bis das Spiel wieder losgeht. Bleiben dran, der Michael und ich gehen wieder rauf in die Kommentatorenbox. Und wir drei, wir treffen uns wieder in der zweiten Drittelspause hier. Bis gerade.